Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer schönen neuen Folge Ark Survival Ascended, hier auch auf Twitch live. Mit dabei ganz viele nette Menschen. Wenn du Lust und Laune hast, besuch uns doch mal dort und hinterlass uns ein Follow, wenn du willst. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Gewächshaus gebaut, ne? Schon so ein bisschen. Und wir haben den schönen Brunnen gebaut, der hat auch eine schöne indirekte Beleuchtung von hinten. Und dann habe ich noch einen Grill gebaut. Der geht auch, bitteschön. Sehr gut. Das ist dann für die gemütlichen Abende zu zweit. Ihr wisst Bescheid. So, und heute geht es daran, dass wir hier die ganze Sache mal mit Beeten befüllen und mal schauen, wie wir das denn irgendwie hinkriegen. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Wie habe ich es denn da drüben gemacht? Da muss ich mir das nochmal angucken. Die habe ich einfach nur aneinander geklatscht. Ja. Es geht ja auch erstmal. Ne? Ich habe ein paar gebaut und die machen wir jetzt einfach mal hier dran. So, dann gehe ich auch hier drüben an die Ecke und mache das erstmal alles voll. So, und dann müssen wir schauen, ob ich eine Reihe in der Mitte ziehe, dass wir links und rechts einen Gang haben. Und das müsste ja dann eigentlich reichen. Wenn nicht, dann ist doof. Aber das macht nichts. Wir setzen das einfach mittig hier hin. Das müsste schon die Mitte sein, ne? Es sieht sehr mittig aus. So, du musst da weggehen, Junge. Du musst da weggehen. Es snappt leider nicht in der Mitte. So. So. So, ich würde sagen, das passt soweit, ne? Ja. Muss ja auch perfekt sein. Es muss ja auch perfekt sein. So, jetzt bist du eingegraben, mein Freund. Jetzt hast du Pech gehabt. So, also haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir nochmal 5, 10 und hier haben wir 4. 1, 2, 3, 4. 14 Beete. Ich hoffe, das reicht. Falls das nicht reichen sollte. Ja, dann. Dann haben wir Pech gehabt. Aber ich glaube, das klappt schon. Und die müssen sogar alle bewässert sein. Ja, die sind alle schon automatisch bewässert, weil hier unten irgendwo die Tonne steht. Kann sein, dass ich sie mit eingebaut habe, aber das ist nicht so schlecht und nicht so schlimm. Ja, da hätten wir erstmal das. Wir werden aber trotzdem für die Optik noch irgendwas reinbauen, dass das einfach ein bisschen hübscher aussieht. Und wir müssen uns ein bisschen um die Deko hier draußen kümmern. Vielleicht ein, zwei Lämpchen auch noch reinbauen. Da schauen wir mal, ob wir was Schönes finden von dieser Mod. Hier haben wir zum Beispiel Lichter. Kerzen? Ne. Handlampen? Die sind alle sehr, 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 sehr hell. Von daher ist das auch nicht so schön. Aber wir hatten ja im Outdoor-Bereich auch noch ein bisschen was. Oh, hier haben wir auch noch eine Hecke. Aha, ab durch die Hecke, sage ich nur. Und ein paar Bänke. Ah, was könnte man denn da Schönes noch bauen? Wir haben hier eine ganz gemütliche Bank. Die werden wir mal bauen. Mal gucken, wie die aussieht. So, die nehmen wir mal hier rein. Und dann nehmen wir noch irgendwas anderes Cooles mit. Ein Rasenmäher muss unbedingt mit hin. Das nützt nichts. So. Wir brauchen ja auch einen Rasen, ne? Ist ja auch klar. So, die hätte ich mir gern auch mal angeguckt. Da werden wir mal zwei von bauen. Nochmal. Mal gucken, wo wir die hinsetzen können. Die sehen doch bestimmt auch nicht schlecht aus. Hier vorne hin oder so, ne? Warte mal. Seht, ein Busch. Buschiger Busch. Kann man den hier einfach dran bauen? Ah. Ja. Das ist doch nett. Und das ist nett. Das ist jetzt halt die Frage, kriegt man das irgendwie so hin hier? Dass das auch noch nett aussieht. Dass nett bleibt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das sind natürlich jetzt hier Feinarbeiten. Wieso zeigt er, kann nicht gesetzt werden? Aber jetzt, oder? Ja. Schauen wir mal, dass wir den so weit wie möglich nach unten hinkriegen, dass wir das vielleicht irgendwie hübsch machen. Gib mal nochmal. Gib mal 6. 6 davon kosten nur ein bisschen Stroh. Das ist übrigens die RR-Deko-Mod, ne? So. Hin damit.
Dankeschön, Mipa. Dankeschön. Ja. Ganz viel Liebe für dich. Aber ich krieg das nicht runter. Nein, das sieht dann doof aus. Das sieht dann doof aus. Oh. Durch die Hecke. Ach, die snappen da oben. Nee, das ist doof. Das soll... Weißt du, wenn sie hier dran snappen würden, an dem Ding... Oh. Nee, die snappen nur oben. Das hätte so schön ausgesehen. Wisst ihr, das hätte so schön ausgesehen. Oh nein, warum machst du das nicht? Und die können auch leider nicht tiefer gehen. Ba, 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 ba. Warum nicht, warum nicht? Das ist ja ärgerlich. Mach mal den Snap wieder raus. So. Nee, das will ich nicht über die ganze Wand haben. Weil spätestens hier unten kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Glaube ich. Ja. Da snappt es wieder nicht. Ah. Ne. Nee, das sieht doof aus. Weil dann hätten wir ja... Hä? Ah. Manchmal hat er einen lichten Moment, ne? Komm. Sei nicht so. Ja, das sieht doch buschig aus. Ja gut, hier sieht es halt doof aus, aber ich glaube, da können wir einen drüber klatschen. Ah, ba, 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 ba. Testen, testen, testen. Wir können es ja im Notfall wieder abbauen, alles. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Wisst ihr, das hat jetzt nicht die Welt gekostet. Ein bisschen Stroh vielleicht. Ja, Ark und Snappen, das ist wirklich eine Geschichte für sich. Ah. Manchmal, das musst du auch manchmal nicht verstehen, warum es denn manchmal nicht snappt und dann doch snappt und oh. Aber ist ja, wir testen das mal hier. Ja. Okay. So. Ja. Können wir da reinkriechen? Nee. Jetzt hätte ich halt gern, dass es hier unten auch noch snappt. Das wäre großartig. Mal, hier müssen wir dann etwas kaschieren mit irgendwas. Mipa, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Ich, nee. Mensch, das ist ja wieder. Okay. Ja. Oh, jetzt hat er irgendwas ausgetauscht. Hm. Sei doch nicht so. Geh doch mal. Ja. Ja. Sieht wieder doof aus. Das würde dann da reinwachsen. Oder sieht das gut aus? Sieht ein bisschen verwachsen aus, ne? Da macht das wieder, ne? Seht ihr das? Oh. Und jetzt hätte ich gern noch einen da so hin. Ja. Es hat was Buschiges. Ja, da könnte man vielleicht dann so Lämpchen noch hinstellen irgendwie. Aber so richtig gerade ist das auch nicht, ne? So richtig gerade ist das nicht. Aber gut. Das fällt ja jetzt auch nicht weiter auf. Dann stellen wir nämlich einfach irgendwas anderes davor. Der Kaschierer-Weltmeister. Genau. Genau. Toll. Ja, manchmal geht's, ne? Manchmal ist er gut. Manchmal hat er schlicht keinen Bock. Ne, schon wieder alle? Oh. Wir haben einen Heckenverbrauch. Das ist ja immens. Komm, 15. Egal. Das Stroh ist ja schneller gefarmt, wie ich hochsagen kann. So. Sehr schön. Badu, 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 badu. Ja, ist doch nett. Ich find's nett. Aber wir alle wissen ja, was nett ist. Ne? So.
Jetzt kriege ich ein Problem, ne? Ja, so richtig gerade an der Wand ist das halt nicht, aber naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Und das hätte ich halt gern woanders gesnappt. Oder snappt der mir wieder mal nicht woanders? Na, ist egal. Dann stellen wir da irgendwas hin. Da müssen wir sowieso irgendwas draufstellen. Ich weiß gar nicht, kann ich da oben laufen? Oder wie schaut's denn da aus? Was ist denn das hier eigentlich für ein... Aha. Nee, das würde ich mir nie angucken können. Oh. Da kriege ich Komplexe. Entweder nochmal richtig ansetzen oder... Halt, meine Maus. Die hat leider nicht an der Wand gesnappt, die ganze Sache hier. Und so den grünen Daumen, ne, habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber wir testen das gleich nochmal. Aber ich befürchte fast, ich brauche irgendwelche Edgies dafür. Oh, habe ich jetzt was? Das baue ich denn die ganze Zeit ab. Oh. Upsi. Oh, wir haben einen Keller. Auch schön. Dann nehmen wir das noch weg und dann müssen wir noch mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Das würde ich so lassen. Aber hier müssen wir gleich wieder eine Wand hinsetzen, sonst ist ja furchtbar. Ich habe doch noch mehr abgebaut, wie das gerade eben, was ich... Naja. So. Gut. Das wäre erstmal wieder repariert. Vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes. Warte mal, lass uns doch mal schauen. Ein bisschen was anderes. Strohballen, was ist das hier? Ein RR, hey. Hey. Hey, Leute, ho, Leute, hey, ho, ho. Was ist das hier? Ist auch ein bisschen Zaun. Nee, ich komme damit noch nicht so richtig klar. Nee, das werden wir mal da reinmachen. Und dann schauen wir noch mal. Wir haben doch noch, wartet mal, die Pflanzen. Die Pflanzen. Outdoor-Plants, da. Genau. Weil hier gibt es nämlich auch so schöne Dinger. Gibt es davon verschiedene? Nee. Da gibt es nur einen. Ba, 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 ba. Was ist denn das hier? Ein kleiner Crude. Oh, süß. Schau mal, wie der aussieht. Ein kleiner Crude. Warte mal, die Beete habe ich mal da wieder rein. Ach, wir haben den Rasenmäher und die Bank aber auch noch. Ah, siehst du. Schauen wir mal. Er begrüßt die Leute. Ich bin Crude. Kann der was Besonderes? Nö, der kann nur aufgehoben werden. Aber sieht doch nett aus. So, wie spät haben wir es denn? 14.05 Uhr. Oh, das kann ja noch ein bisschen dauern hier. So, und dann habe ich die Bank und den Rasenmäher noch. Die Bank würde ich tatsächlich gern hier hinstellen. Schauen wir mal. Wie groß ist denn die? Dann stellen wir die. Ja, die stellen wir hier hin. So. Ja. Oh, der stöhnt die ganze Zeit rum. Ist das toll? Okay. Ja, es geht langsam und dann muss ich noch den Rasenmäher, den stelle ich dann da hinten hin. Ja. Na, immerhin schon mal ein bisschen was. Ich hoffe, die Dame des Hauses ist damit zufrieden erstmal. Denn ich muss ja nämlich auch noch eine andere, komplette große Ruhmeshalle bauen. Ob ich das heute schaffe, weiß ich noch nicht. So, der Rasenmäher muss auch noch irgendwo hin. Den würde ich gerne hier hinstellen.
Machen wir nochmal. Irgendwo, ne, so teilnahmslos irgendwo eingeparkt. So wie es halt so ist, ne, im wahren Leben. Der wird halt irgendwo nicht aufgeräumt, der bleibt dann halt da stehen. So. Cool. So, was gibt's denn noch Schönes? Wir müssen ja auch mal gucken, was es noch Schönes gibt. Habe ich alles gebaut? Ja. Ja. Wartet mal. Da haben wir doch hier, was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Guillotine? Ne, die bauen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Feuerstellen. Feuerstelle haben wir ja im Prinzip schon. Der ist nett. Hallo? Wenn es denn funktionieren würde. Feuerstelle. Es mag nicht. Holz und... Ach so, ich habe kein Metall mehr, Leute. Oh, ich habe kein normales Metall mehr. Das haben wir alles verwurstet, ne? Hier ist noch 8 drin. Dann nehmen wir die mal mit. Oh. 46 reicht natürlich nicht. Ein Metall. Ach, verdammt. Die Mod hat auch gerade wieder keinen Bock. Nö. Manchmal will sie einfach nicht. Dann gehen wir mal hier drüben. Warte mal, ich hatte doch hier drüben einen Haufen Metall reingeschmissen, oder? Ja, da, 140. Weiß doch, wo ich mein Zeug fallen lasse. So, dahin. Jetzt braucht man noch ein bisschen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Nehmen wir mal die Hälfte da raus. Wir haben so viel Leder. So unglaublich viel Leder. So, jetzt aber. Das da will ich haben. Dankeschön. Das würde ich dann gerne beim Grill irgendwo. Hier geht's raus. Hinstellen. Dann müssen wir nämlich noch das alte Gewächshaus abbauen. Oh, das ist doch nett. Na? Das Holz sieht ein bisschen aus wie... Ja. Es ist halt Kreideholz. Ich glaube, das ist einfach nur... Gibt es da noch was anderes? Das hat es wohl nicht richtig geladen. Was haben wir hier? Fireplace Tools. Okay, das braucht man nicht. Ne, das hat es wahrscheinlich wirklich nicht richtig geladen. Das geht immer noch nicht so richtig. Ach Mensch. So, was gibt es denn noch? Outdoor. Genau, wir wollten ja gucken, dass hier noch draußen irgendwas vor das Ding kommt. Ein Swimmingpool? Ein Swimmingpool. Können wir den bauen? Zeig mal her. So ein Pool ist ja auch wichtig, ne? Dann haben wir hier, was ist das? Für die Hühnchen? Aber ich habe keine Hühnchen. Steffi, schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Und dir auch eine gute Nacht. Wir bauen hier noch ein bisschen rum. Ein Swimmingpool. Ein Swimmingpool. Ah. Swimmingpool, wo kommst du hin? Das ist blöd, wenn das Gras durchgeht. Der hat aber kein Wasser drin. Was ist da los? Es ist ein verwaister Swimmingpool. Oder füllt doch der... Nee. Nee. Weil hier ist die Wasserquelle und hätte der Wasser, dann wäre der wahrscheinlich voll. Ach, das ist ja blöd. Nö, dann nicht. Dann kommst du da nicht hin. Hey, wo willst du hin? Willst du irgendwas klauen heute oder was? Was ist los? Oh, ich habe hungrige Jutis, die würden sich... Du willst dir das angucken? Ach so. Ja dann, mach. Bitte, mach das. So, weiter geht's. Valentinsdeko. Auch süß. Ich hätte tatsächlich sowas gern, sowas wie Lichterketten. Aber irgendwie...
finde ich da nicht das Richtige. Marktstände gibt es hier. Einfach ein paar schöne Lichterketten für den Raum da drin, ne? Für das Gewächshaus. Aber es gibt nichts Gescheites. Hier gibt es nur Standardlampen. In der Weihnachtsdeko, in der Weihnachtsmod gab es noch schöne Lichterketten. Aber hier nicht. Leider nicht. Tech-Deko, ist da auch eine Lampe dabei? Nee. Wir können mal in der anderen Mod gucken, aber ich glaube nicht. Hier gibt es nur Lagerkisten. Kann man sogar eine Metallrüstung bauen, wenn man will. Zettel, Waffen, nee. Leider, lampentechnisch ist da nicht weit hergeholt in der Mod. Bei allen nicht. Also ich finde da auch keine gescheiten. So, schauen wir mal hier, was der unter Licht versteht. Da haben wir, was ist das denn? Ein Santa. Mhm, alles klar. Und das wäre Weihnachtslichter. Aha. Eine Lichtgirlande. Ha. Kann ich natürlich nicht bauen, weil das Event nicht mehr läuft. Ach, das ist ja blöd. Verdammt. Obwohl ich alles hätte, ne? Hergestellt in RR Homes Missy. Warte mal. X-Miss. Moment. Moment. X-Miss. Schau, 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 schau. 5. Ja, damit. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ja. Ja. La 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 la. So, da brauche ich ja mehr wie 5, oder? Ich befürchte es fast. Kann ich die noch drehen? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann lass uns das mal so testen. Ach, wie süß. Die gehen ja richtig rein da. Ja. Okay. So. Schön, da brauchen wir noch ein paar. Mal gucken, wie die aussehen und ob man die überhaupt irgendwie einschalten kann. Oder muss. Mach nochmal davon 5, bitte. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Ich flipp aus mit dieser Mod. Ah. Nein, also Fasern und Kristall. Das sollten wir aber herkriegen irgendwo. Fasern und Kristall. Fasern hätten wir. Kristall hätten wir. Oder? Zack. Lass mich doch hier nicht an der Nase rumführen von diesem Spiel. So. Da machen wir auf der anderen Seite auch welche, aber da warten wir erstmal. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es dunkel ist. Ob das jetzt Weihnachten ist oder nicht, das ist doch völlig knorke. Ne, das ist doch völlig wurscht. Hier gibt es noch einen Schnaps. Wein. Mm. Sehr schön. So, her damit. Genau. Dann könnte man hier vielleicht auch noch so eine Lichterkette drunter bauen, ne? Wenn die hübsch aussieht. Ich glaube, das sieht sie. Gewächshauswand. X-Miss Light. Okay, das geht dann wahrscheinlich von alleine. Genau. So. Na? Und das hat man nämlich sowas ähnliches da drüben im Wohnhaus drin. Oh. Ach, wie schön. Da wird sich aber jemand freuen. Aber sie sieht es ja selbst. Und dann würde ich da noch sowas anbringen. Ah,
Nett. Sehr schön. Und dann müssen hier definitiv noch ein paar Lampen rein. Weil ich glaube, im Dunkeln nachher ist das ein bisschen zu finster hier drin. Na, schauen wir mal. Ich glaube, das wird nett. Okay, mein Freund. Der sich noch bewegen würde, wäre das alles noch cooler. So, wie spät haben wir es? 16.21 Uhr. Okay, ihr Lieben auf YouTube, da würde ich sagen, wir machen uns bereit für die nächste Folge. Schaltet gern wieder ein und dann gibt es hier noch weitere Deko am Gewächshaus und dann gucken wir mal, was wir sonst noch machen können. Vielleicht können wir uns ja schon mal den Platz aussuchen, wo die Trophäenhalle hinkommen soll. Ne? So machen wir das. Abo und Like nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.